Hallo, ich bin Gitta Edelmann, ich bin Autorin und ich schreibe am liebsten spannende Geschichten, entweder für Erwachsene oder auch für Kinder. Johannes Gutenberg und die verschwundenen Lettern habe ich mit meiner Freundin und Kollegin Regine Kölpin zusammengeschrieben. Das machen wir ab und zu, das macht nämlich immer besonders viel Spaß. Ja, und nun wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Martins Herz klopfte schneller, als er Gutenbergs Werkstatt betrat. Suchend sah er sich um. Welcher der Männer mochte der Herr sein? Als Schäffer ihm entgegentrat und ihn freundlich anlächelte, atmete er tief durch, wenigstens ein Gesicht, das er kannte. Ah, Martin, ich sehe, du bist pünktlich, das ist gut. Komm mit, ich zeig dir, wo du von nun an schlafen wirst. Ein dicker Geselle mit rotem Haar drängte sich an Schäffer und Martin vorbei in die Werkstatt. Martin drückte sein Bündel fest an den Bauch und folgte dann Schäffer, der ihn die Treppe hinaufführte. Hier wirst du die kommenden Jahre schlafen, erklärte Schäffer und deutete auf mehrere Strohsäcke in einem der Zimmer. Dein Platz ist dort unter dem Fenster. Martin nickte stumm und legte den Beutel mit seinen wenigen Habseligkeiten auf den freien Strohsack. Bist du bereit? Schäffer sah ihn prüfend an. Martin nickte erneut. Gut, dann zeige ich dir jetzt deine erste Aufgabe. Der Herr ist heute Vormittag geschäftlich unterwegs, und wenn er nicht da ist, leite ich die Werkstatt. Hast du noch Fragen? Nun schüttelte Martin den Kopf. Ein Lächeln zog über Schäffers Gesicht, bevor er sich umdrehte und die Treppe wieder hinunterstieg. Martin folgte ihm. Was würde wohl seine erste Aufgabe sein? Im Grunde hatte er gar keine Ahnung, was in Gutenbergs Werkstatt hergestellt wurde. In dem Gespräch mit Schäffer, bei dem sein Onkel den Lehrvertrag für ihn unterschrieben hatte, war von Pilgerspiegeln und Wallfahrtszeichen die Rede gewesen. Aber in der Stadt wurde gemunkelt, dass es hier um etwas ganz anderes ging. Es hatte etwas mit Schriften zu tun, nicht von Hand geschrieben, sondern viel schneller hergestellt, aber genauso schön. Und sein Onkel hatte erzählt, dass ein Buch mit einer lateinischen Grammatik aus Gutenbergs Werkstatt stammte. Als Martin hinter Schäffer erneut die Werkstatt betrat, waren alle bei der Arbeit. Die Luft war stickig und warm, und ein metallisches Klack, Klack, Klack wurde nur von wenigen Worten der Gesellen unterbrochen. Alle schienen hochkonzentriert zu sein. An drei großen hölzernen Geräten, die Martin ein wenig an Weinkeltern erinnerten, standen kräftige Männer und zogen oder schoben etwas mit viel Kraftaufwand. Einer davon war der Rothaarige, der unmittelbar nach ihm gekommen war. Andere Männer saßen an Tischen vor Kästen mit vielen kleinen Fächern, deren Inhalt Martin nicht sehen konnte. Dies ist Martin, der neue Lehrling, rief Schöffer in die Runde. Einige der Männer riefen ihm einen Willkommen zu, andere nickten nur, und manche hoben kaum den Blick. Nur einer der jüngeren Gesellen lächelte, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwandte. Was passierte hier? Von Spiegeln oder Wallfahrtszeichen war nichts zu sehen. Martin warf Schöffer einen fragenden Blick zu, doch dieser drückte ihm nur einen Besen in die Hand. Feg sorgfältig, sagte er. Wenn du Metallstücke findest, leg sie dort drüben in die Schale. Papier oder Pergament kommt in diese Kiste, und alles andere, von dem du nicht sicher bist, ob es Abfall ist, zeigst du mir. Du darfst nichts von hier mitnehmen und außerhalb der Werkstatt über nichts sprechen, was du hier siehst und hörst. Das ist sehr wichtig. Hast du das verstanden? Martin nickte. Schäffer klopfte ihm kurz mit der Hand auf die Schulter, dann ging er hinüber zu zwei Männern, die sich über ein Papier mit schwarzer Schrift beugten. Langsam begann Martin, den Boden der Werkstatt zu fegen. Das war wirklich nötig, stellte er fest. Besonders in den Ecken und entlang der Wände hatten sich Staub und Dreck angesammelt. Natürlich hatte er gehofft, dass er eine etwas anspruchsvollere Arbeit zugewiesen bekommen würde, aber das würde bestimmt noch geschehen. Schließlich konnte er froh sein, dass Gutenberg mit dem wenigen Lehrgeld, das sein Onkel für ihn aufbringen konnte, zufrieden war. Mit gleichmäßigen Strichen seines Besens säuberte er sorgfältig die Werkstatt. Dabei warf er neugierige Blicke auf die arbeitenden Gesellen und Knechte und versuchte herauszufinden, was sie machten. Nein, nach Teufelswerk, von dem man in den Mainzer Straßen sprach, sah dies nicht aus, und als der Rothaarige, den sie Gunther nannten, einen Bogen Papier mit schwarzen Buchstaben neben viele weitere Bogen
an einer quer durch den Raum gespannten Leine aufhängte, begriff Martin. Alle Blätter sahen ganz genau gleich aus. Tatsächlich wurden hier Schriften hergestellt, aber sie wurden nicht mit der Hand abgeschrieben, sondern gedruckt mit kleinen Metallbuchstaben, aus denen der Text zusammengesetzt wurde. Staunend trat er näher. »Ja, so hast du die Heilige Schrift noch nie gesehen, gell?« sagte Gunther stolz. »So gleichmäßig kann kein Schreiber schreiben.« Martin nickte ehrfurchtsvoll. »Die Heilige Schrift, die Bibel.« Gutenberg druckte die Bibel mit kleinen Metallbuchstaben, die die Männer hier Lettern nannten. Vielen Dank. Tschüss. Ja, hallo. Ich bin Regine Kölpin und ich habe zusammen mit Gitta Edelmann dieses Buch geschrieben, Johannes Gutenberg und die verschwundenen Lettern. Und ich stelle euch heute hier in einer ganz kurzen Sequenz die Clara vor. Clara wohnt neben der Werkstatt von Johannes Gutenberg und sie malt unglaublich gut. Und um an Papier zu kommen, schleicht sie sich nachts immer rüber in die Werkstatt. Endlich schlug es 10. Clara hüpfte aus der Bettstatt und öffnete vorsichtig die Tür zum Flur. Es war still im Haus. Nun galt es, sich warm genug anzukleiden und unbemerkt zu entwischen. In weiser Voraussicht hatte Clara sich das wollene Schultertuch, den Rock, die Schürze und auch ihre dünnen Lederschuhe schon zurechtgelegt. Ihre Trippen, die Holzpantinen zum Überziehen, waren zu laut. Die konnte sie trotz des schlechten Wetters unmöglich anziehen. Sie schlich die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Den Schlüssel steckte sie in die Rocktasche. Draußen schlugen ihr heftiger Wind und Regen entgegen und schon nach wenigen Metern zum Zaun war sie völlig durchnässt. Clara versuchte, das Brett beiseite zu schieben, aber das Holz war glitschig und aufgeweicht. Sie rutschte zweimal ab, ehe es ihr gelang. Endlich stand sie im Garten des Hofes zum Humbrecht. Es war stockdunkel und sie konnte sich nur langsam vorwärts tasten, obwohl sie wegen des fürchterlichen Wetters am liebsten gerannt wäre. Einmal trat sie direkt in eine Pfütze, bei einem weiteren Schritt steckte ihr Fuß bis zum Knöchel im Matsch. Verbissen kämpfte Clara sich weiter, bis sie den geheimen Einstieg in das Haus erreicht hatte. Auch im Keller stand das Wasser. Clara zog sich ihre nassen Schuhe aus, wischte sie notdürftig an der Wand ab und ließ sie dann auf der untersten Stufe stehen. Sie wollte sich beeilen, denn mittlerweile fror sie erbärmlich. Der nasse Rock klebte ihr an den Beinen und von ihren Haaren tropfte das Wasser. Jetzt nur schnell zur Kiste mit dem Papier abfällen und dann nichts wie ab nach Hause. Wie sie Agnes morgen die nasse Kleidung erklären sollte, würde sie sich schon noch überlegen müssen. Sie zog die Kiste ein Stück unter dem Tisch hervor und frohlockte, als sie ein besonders großes Stück Papier entdeckte. Das war wunderbar für ihr Vorhaben geeignet. Sie rollte es geschwind zusammen und schob es vorsichtig in die Rocktasche. Sie würde es nachher wieder trocknen und glätten müssen. Gerade als sie sich davon machen wollte, hörte Clara ein Geräusch. Sie schob die Kiste vorsichtig zurück an ihren Platz und duckte sich unter den Tisch. Kam Gutenberg etwa jede Nacht in die Werkstatt? Irgendwann musste der Mann doch schlafen. Clara hörte ein Schlurfen. Ihr näherten sich zwei nackte Füße, also trug Gutenberg heute keine Hausschuhe und würde mit etwas Glück nicht so lange bleiben wie beim letzten Mal. Denn mit nackten Füßen war der Steinboden unangenehm kalt. Ein winziges Licht ging an, so dass sie die Beine, die unter dem hellen Hemd herausragten, nun deutlich erkennen konnte. Sie stutzte. Über Gutenbergs Bein zog sich eine gewaltige Narbe, die sich wie ein verästelter Fluss über seine Haut ergoss. Auch das war ein wunderbares, schauerlich neues Motiv für eines ihrer Bilder. Bevor sie jedoch endlich in ihr Zimmer eilen, ihre nassen Sachen loswerden und ins Bett schlüpfen konnte, musste Gutenberg erst einmal wieder aus der Werkstatt verschwinden. Ja, wie Clara das gelingt, erzähle ich euch jetzt nicht, aber ich zeige euch noch ein Bild. Da sitzt sie hier unter dem Tisch und hier steht dieser Mann an dem Setzkasten und hat eben diese furchtbare Narbe am